Mein Name ist Herbert Schraps. Heute geht es um Aktivmeditation. Und was ist Aktivmeditation? Naja, vielleicht kennst du Meditation. Meditation ist sowas wie Innenfokussierung und es ist mittlerweile wissenschaftlich unbestritten, dass Meditation etwas mit dem Gehirn, also mit uns, macht. Ich gehe aber einen Schritt weiter. Aktivmeditation ist der Weg, aktiv dich selbst zu finden. Denn die grundsätzliche Frage, die ich dir stelle, wer bist du wirklich? Woher weißt du, wer du bist? Und durch welche Filter schaust du, wenn du über dich selbst nachdenkst? Du schaust immer nämlich über die Filter, die man dir gegeben hat, über die Geburt, über die Erziehung, über die Erfahrungen und Erlebnisse des Lebens. Aktivmeditation ist eine fokussierte Aufmerksamkeit, bewusst ins Unbewusste zu gehen und dabei emotionale Prozesse, die in deinen Netzwerken da oben irgendwo aktiv sind, die etwas mit dir machen, was du vielleicht gar nicht willst, diese Prozesse zu verändern. Aktivmeditation ist sozusagen eine neuronale Spur zu folgen und dieser Spur so weit zu folgen, dass man genau dorthin kommt, wo die Ursache eines Problems entstanden ist. Denn egal wie du es betrachten magst, in einem anderen Video habe ich ja schon mal einiges darüber erzählt, Ursache und Wirkung. Denn jede Angst, die du hast, jeder Schmerz, jede Depression, jede Schlafstörung ist letztlich nur das Endresultat eines inneren Problems. Und ich arbeite nicht als Guru, ich arbeite als Unterstützer, als Begleiter. Und ich begleite dich, dein Problem zu lösen, mit Hilfe dieser Aktivmeditation. Den Prozess nenne ich Neurobiomed. Und was ist Neurobiomed? Es ist die neurobiologische Mediation. Und Mediation heißt nichts anderes als innere Konfliktverarbeitung. Ja, und genau darum geht es. Dieses innere Team, was kein Team mehr ist, was auf irgendeine Art und Weise sich bekriegt, bekämpft, sich blockiert, zu stark aktiviert oder sich irgendwie ausbremst. Dieses System wieder zu einem Team zusammenzuschweißen. Und das können wir nicht über Worte machen, weil Worte kommen außen von der Außenwelt. Worte sind rein logischer Natur. Worte alleine unterliegen der Schwerkraft des bewussten Verstandes. Und noch einmal, der bewusste Verstand macht höchstens 5% aller Entscheidungs- und Gefühlsprozesse aus, die du wahrnimmst. 5%. Was sind die anderen 95%? Es ist dein Unbewusstes. Und dieses Unbewusste, das ist der Schlüssel zur Heilung, zur Selbstheilung, zur Selbstentwicklung, in die Kreativität und in die Freiheit. Und diesen Schlüssel, den lernst du hier in der Aktivmeditation zu nutzen, zu gebrauchen. Dabei musst du nichts Besonderes wissen, du musst keine besonderen Vorkenntnisse haben, dein Schulabschluss ist zweitrangig und das Einzige, was wirklich wichtig ist, du musst offen sein. Aber du solltest die Dinge nicht in die esoterische Ebene schieben und sie auch nicht in die Guru- oder Wunderebene schieben, denn da kommt sie nicht weg. Hier geht es nur um evolutionäre Prozesse, um Prozesse, die neurobiologisch und biopsychologisch, also dem Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele, erklärbar sind. Und mit diesen Prozessen, Aktivmeditation, kommst du dir näher. Selbst über Grenzen hinaus, über die du bisher überhaupt nicht gekommen bist. Das ist so ähnlich, als wenn du daherkommst und du hast einen Berg voller Probleme. Und diesen Berg willst du lösen. Dann bin ich dein Bergführer. Deinen persönlichen Berg kenne ich nicht, den kann ich nicht kennen. Es ist auch nicht wichtig. Aber als Bergführer kenne ich mich mit Schleifen, mit Materialien, mit Gestein, mit Brücken, mit Leitern und all den Dingen aus, die erforderlich sind, um einen Berg vernünftig
zu erklimmen. Und weil ich mich mit diesen Materialien und Prozessen auskenne, kann ich dich unterstützen, deinen eigenen Weg zu finden, dich selbst zu finden. Durch die 5% in die 95% des ganzen Seins zu führen. Bewusst ins Unbewusste. Aktivmeditation. Bewusst im Unbewussten Dinge verändern. Nicht passiv, sondern aktiv. Und so schneller in die Freiheit, schneller zum Ziel kommen. Je mehr du verstehst, wie du innerlich funktionierst, wie du innerlich tickst, desto leichter kommst du an deine inneren Prozesse heran. Bewusst ins Unbewusste, aktiv Meditation. Und all die Worte musst du dir nicht merken. Bleib einfach am Ball, abonniere den Kanal und schreib mir eine Frage auf oder schreib einen Kommentar auf. Ich versuche ihn zeitnah zu beantworten. Und sei gespannt, was auf dich zukommt. Es hat viel mit Prozessen zu tun, die wir alle ansatzweise kennen. Selbstentwicklung, Selbstheilung, Selbstregulation. Das sind wir selbst. Und an dieses Selbst führe ich dich heran. An dein eigenes Selbst. Nimm dir die Zeit und sei nicht zu oberflächlich, denn dann kommst du nie dahin, wo du wirklich hinkommen willst.